Bei unserem Objekt handelt es sich um Fragmente eines Tongefäßes. Darauf abgebildet ist ein Wagenlenker und vier Pferde, die vor seinen Wagen gespannt sind. Der bärtige Mann hält die Zügel und einen Lenkstock, das sogenannte Kentron, in seinen Händen und hat den Blick geradeaus in Richtung der Pferde gewandt. Gekleidet ist er in einem kurzen, gegürteten Chiton. Das Motiv des Wagenlenkers ist in der griechischen Malerei nicht selten und es gibt mehrere Kontexte, in denen man es finden kann. Einer davon sind die Leichenspiele. Diese wurden bei Beerdigungen prominenter Persönlichkeiten abgehalten. Zu den wichtigsten Wettkämpfen der Leichenspiele gehören auch die Wagenrennen, wie sie auf diesen unterschiedlich stark beschädigten Leckhüten identifizierbar sind. Über die Leichenspiele können wir mehr durch die Ilias von Homer erfahren. Homer beschreibt im 23. Gesang, dass König Menelaos zwei schnelle Pferde hat und mit diesen gegen die anderen Griechen im Rennen antritt. Zwei Pferde kann man auch bei dieser Lekythos erkennen. Das Gefäß ist deutlich später als die homerische Epoche datiert, nämlich in der Archaik, also zwischen 700 und 480 vor Christus. Die Tradition der Leichenspiele scheint sich aber nicht stark geändert zu haben und sie überlebt weiterhin bis zu der frühen klassischen Zeit. Bei den Leichenspielen ist nicht nur der Aspekt des Totenkultes interessant, sondern auch der Aspekt der sportlichen Wettkämpfe. Der Verstorbene wird durch die Leichenspiele gefeiert. Es geht hier nicht ums Trauern, sondern um ein Fest und eine Feier für den Verstorbenen und sein Leben. Die Darstellung der Leichenspiele auf Lekythen, wie auch die Besuche von den Lebenden zum Grab, weisen darauf hin, dass der Verstorbene nach seinem Tod nicht vernachlässigt wurde. Bei unseren Fragmenten handelt es sich allerdings nicht um eine Abbildung der homerischen Leichenspiele, sondern um eine panathenäische Preisamphore. Diese wurden im Rahmen der Panathenäen, einem sportlichen Wettkampf, der in Athen ausgetragen wurde, geschaffen und den Siegern als Preis übergeben. Die Vasen waren dabei jedoch nur die Verpackung für den eigentlichen Preis, das Öl der heiligen athenischen Olivenbäume. Die Menge an Öl, die Athleten dabei gewinnen konnten, war von Jahr zu Jahr und von Disziplin zu Disziplin unterschiedlich. Das Wagenrennen war dabei eine der am besten belohnten Sportarten. Im Jahr 370 v. Chr. Gewann der Sieger beispielsweise 140 Amphoren Öl. Dieser Preis war jedoch nicht für den Wagenlenker, sondern für den Besitzer der Pferde und des Wagens gedacht. Die Bemalung der Vasen folgte einem gleichbleibenden Schema. Eine der beiden Vasenseiten stellte dabei die Disziplin des Gewinners dar. Neben dem Wagenrennen gab es unter anderem Boxkampf, Pankration, Ringen und musikalische Wettbewerbe. Die Vorderseite mancher panathenäischen Preisamphoren stellte die Athena im Promachos-Schema, also als Vorkämpferin, dar. Dabei sah man die Stadtgöttin mit einem Speer und ihrer Ägis nach links schreiten. Ab dem Jahr 530-40 v. Chr. Kamen zwei Säulen, auf denen Hähne saßen, sowie eine Inschrift dazu. Einer der Preise aus Athen. Auch ab etwa 530 v. Chr. Wurden alle Preisamphoren eines Panathenäenfests von jeweils einer Werkstatt hergestellt. So findet man relativ homogene Werkstattserien der Amphorengattung. Zur gleichen Zeit kam es zu einem Wandel in der Vasenmalerei. Anstatt des schwarzfigurigen Stils wurde jetzt weitläufig der rotfigurige Stil benutzt. Dabei waren es nicht mehr die Figuren auf den Gefäßen, die schwarz gestaltet wurden, sondern die Bildhintergründe. Eine Besonderheit der panathenäischen Preisamphoren ist, dass sie diesen Wandel nicht vollzogen haben und weiterhin schwarzfigurig gestaltet wurden. Das ist auch an unseren Fragmenten sichtbar, die ungefähr auf 500 v. Chr. Datiert sind. Die Gattung der panathenäischen Preisamphoren erfreute sich großer Beliebtheit, sodass es zu einigen Imitationen, den pseudo-panathenäischen Preisamphoren, kam. Diese waren kleiner als die Vorbilder und besaßen keine Preisinschriften. Da sie nicht nur in begrenzter Zahl hergestellt wurden, bedienten sie die Nachfrage derer, die ein Andenken oder Souvenir erwerben wollten.